Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Prehistoric Swamp. Beim letzten Mal haben wir zwei Mayungas in unserem Park freigelassen und diese haben wieder ganz tolle Namen von euch bekommen. Und damit geht's hier weiter mit dem Speedbuild und wir bereiten hier direkt den nächsten Bereich vor, in dem wir heute bauen wollen. Und zwar kommt hier in diese schöne Ecke, welche mit Klippen umgeben ist, ein neues Gehege. Und für was für Dinosaurier? Das verrate ich noch nicht, das seht ihr am Ende der Folge. Aber erstmal müssen wir hier das ganze Wasser verschwinden lassen und dann den Weg hier weiterführen. Den Weg versuche ich natürlich wieder in der gleichen Breite und mit einer schönen Rundung weiterzuführen, damit das Ganze dann möglichst am Ende alles wie in einem Guss aussieht. Dann erweitere ich hier das Wasser und führe das von dem letzten Gehege in das neue Gehege von heute, damit das alles aussieht wie ein großes Gewässer. Und das ist dann sozusagen ja, das Hauptwasser für dieses Gehege. Drumherum wird natürlich dann auch noch viele kleinere Tümpel und Pfützen kommen, damit wieder diese tolle Sumpfoptik entsteht. Aber jetzt muss erstmal ein wenig weiter geplant werden, bevor wir jetzt alles einzeichnen. Denn es ist wichtig, dass später auch die Strecke von dieser Jurassic Tour gut durch das Gehege führt. Dafür zeichne ich jetzt einmal den Zaun ein. Das Gute ist, dadurch, dass wir Klippen um das gesamte Gehege herum haben, müssen wir wieder nur auf der Vorderseite den Zaun bauen. Und jetzt müssen wir nur noch eine gute Streckenform hier durch das Gehege führen. Und dann können wir endlich anfangen, ein wenig mehr zu planen, was die Gestaltung von dem Gehege angeht. Und deshalb werde ich jetzt erstmal natürlich wieder viel Terraforming machen und viele kleine Wasserstellen mit einbauen, um halt diese tolle feuchte Sumpfoptik hinzubekommen. Und jetzt muss natürlich der Zaun auch nochmal am Rand dieser Klippe entlang geführt werden, damit die Dinosaurier dort nicht ausbüchsen können. Natürlich wird das Stück Zaun, was ich jetzt gerade eingezeichnet habe, dann auch wieder unsichtbar werden. Und damit wir am Ende von dem Zaun dann auch wieder einen Balken haben, ziehe ich den Zaun nicht, also ich verbinde ihn nicht direkt wieder mit dem Zaun, der dann vorne dran ist, sondern ich ziehe ihn so ein bisschen daran vorbei, damit halt der Balken trotzdem angezeigt wird. Und dann hatten wir auch schon den Gehegegrundriss soweit fertig. Jetzt konnten die Dinosaurier sozusagen nicht mehr ausbüchsen. Und dann habe ich hier einmal mit ein paar Felsen und Klippen das Ganze ein wenig schöner gestaltet für den Abschluss. Und dann habe ich auch noch einige Felsen in den kleinen Wasserstellen untergebracht und an den Rändern von dem Gehege. Jetzt musste ich in der Mitte das Wasser tatsächlich nochmal tiefer machen, weil ich halt wieder vorhatte, Wasser im Wasser zu platzieren, damit die Dinosaurier natürlich auch wieder trinken können. Und hier kommt tatsächlich Fleischfresser rein, die Fische fressen sollen. Deswegen brauchte ich auch genug Platz, um dann diese Futterspender mit den Fischen
dort hinein zu platzieren. Als nächstes habe ich die Ränder bei den Schienen von der Jurassic Tour übergepinselt, damit der Übergang etwas natürlicher wirkt. Und dann noch ein Fleischfresser-Futterspender mit normalem Fleisch und dann wieder ganz viele Büsche in das Gehege einzeichnen. Als Bepflanzung habe ich mich für dieses Gehege mal für Redwood Trees entschieden. Die hatten wir noch gar nicht verwendet. Und ich wollte halt in diesem Gehege das Ganze ein wenig anders gestalten als in den Gehegen zuvor. Dazu habe ich dann auch noch ein paar normale Bäume gepackt. Und dazu dann auch noch mal diese, ja, das sind eigentlich Büsche eher, ne? Diese kleinen Sumpfbüsche oder Bäume, ich weiß nicht, was es sein soll. Auf jeden Fall, die ich eigentlich schon fast überall verwendet hatte. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Und dann wieder ganz viele umgefallene Baumstämme und andere Äste. Die machen nämlich immer noch mal viel aus, was diese Sumpfoptik angeht, finde ich. Dann dachte ich mir, ich platziere auch mal irgendwo in dieses Gehege so einen schräg umgefallenen Baumstamm. Das hat hier vorne an den Klippen ganz gut gepasst. Und dann noch ein wenig hohes Gras an der einen oder anderen Stelle. Und auch noch so ein paar, ja, was sind das denn für Dinger? Ich weiß es nicht. Auch nochmal so ein bisschen höhere Pflanzen, damit das alles ein bisschen verwucherter aussieht. Dann habe ich in der Kurve nochmal gedacht, dass dort ein Gebäude nicht schlecht wäre. Habe mich da für ein Jurassic Café entschieden. Und dann wieder die ganze Gestaltung hier drumherum. Wieder mit ein paar Baumstämmen, ein wenig Büschen und natürlich so ein paar Wasserpfützen. Dann habe ich noch mal ein bisschen Land schon mal vorbereitet für die nächste Folge, was wir noch bauen werden. Wahrscheinlich wird es nur noch eine Folge werden oder vielleicht zwei, je nachdem, wie weit wir in der nächsten Folge dann kommen werden. Dann hier auf der Seite auch noch mal den Übergang ein wenig mehr eingekleidet mit Felsen.
und dann den Weg hier noch ein Stückchen weitergeführt. Und in unser neues Gehege kommen zwei Spinosauren. Oh, der zweite wurde da vorne geliefert. Habe ich gar nicht gesehen. Das sind auch wieder andere Skins mit einer Mod. Die Mod ist wieder für euch natürlich verlinkt. Sieht richtig cool aus mit dem Grün. Der ist jetzt hier gerade am Fische fangen. Unter Wasser. Sehr cool, das klappt schon mal. Und hier haben wir nochmal einen anderen Skin. Fängt auch gerade Fische. Der ist so ein bisschen rötlich-braun. Und der andere ist so ein bisschen grüner. Das sind doch sehr interessante neue Bewohner für unseren Prehistoric Swamp. Und natürlich könnt ihr für diese auch wieder tolle Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge aus unserem neuen Parkour-Projekt Prehistoric Swamp. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was wir heute gebaut haben.